Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS-Manns, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der App Store Weide mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, ich zieh jetzt die Let's Bar. Jetzt müsste eigentlich wieder alles passen. Philipp ist da, die Audio passt, der Spielsound ist da. Und ja, das. Warte mal, war bloß ich weg oder du auch? Ich war da, aber der Spielsound, also der Spielsound und du warst weg. Also sprich, was ich über meinen Kopfhörer höre. Also dein Desktop. Genau. Also sprich alles, bis auf mein Mikrofon. Warum ist denn der Ertrag auf der 1 schlechter als wir auf der 2, obwohl auf der 2 weniger pH ist als wir auf der 1? Habe ich mich auch schon gefragt? Keine Ahnung. Kann es vielleicht ab Dünger liegen? Ich weiß. Also hier 180 Kilogramm und auf der anderen 160? Keine Ahnung, wie kannst du nicht sagen. Mann, was, Alter, sind hier viele Ballen. Eieiei. Ja, das habt ihr nicht mitgekriegt, aber ich hab's ja erwähnt gehabt. Und zwar, ich hab mir ein bisschen einen Shader rumgebastelt, ein bisschen umgebastelt. Ich weiß jetzt nicht. Also in der Aufnahme sieht's auf jeden Fall anders da aus als wie in-game. Muss ich mir dann angucken, wie es denn ganz aussieht. Weil in-game sieht's auf jeden Fall so weit, wie es jetzt sicher sieht, besser aus als wie in der Aufnahme rechts. Aber das kann ja sich dann immer noch schließlich ändern. Da hat gerade einen abgelegt, wunderbar. Dann können wir das eigentlich ausmachen und zusammenklappen. Wir sind jetzt, ja, wir haben nur 66% drin. Gut. Hier liegen ja viele Ballen. Aber du, ich will mich nicht beschweren, ne? Umso mehr Ballen, umso Frage besser. Frage ist, wie soll jetzt mit meinem Johnny wegkommen? Ja. Du, nach hinten Ahnung. Geht nichts. Vorne irgendwie vielleicht. Und ja, genau, das wollte ich auch nochmal sagen, weiß ich, hatte ich eigentlich schon mal gesagt, aber dennoch, weil die Folge ja nicht vorhanden ist im Prinzip, hatten sich ja viele gewünscht, deswegen habe ich auch in meinen Fenton Wade getrieben. Nach vorne geht auch nichts. Ach doch, jetzt nicht. Okay. Ich versuche ein Spielhäuschen durch den Zaun und durch ein Auto. Geil! Du. Alles super. Oh, abbremsen, hier müssen wir rein. Keine Sorge, wir sind Pros. Jo. Aber warte mal. Was machen wir denn mit unserem Stroh? Pressen, ne? Ladewagen haben wir nicht, also ja. Ja, was anderes können wir nie machen. Wieder rückwärts raus hier. Und es geht. Ja, geht. Rumi, wir können auch mal wieder Radio machen. Ne, den wollen wir nicht. Ne, da haben wir. Uiuiui, ist ja hoppelig. Heieiei, du. Nicht bewölkt, also es würde eigentlich. Ach. Ist es auch dunkel halt, ne? Ja. Oha, es gibt, Alter. Das wird, glaube ich, sogar noch ein Grasballen. Ja, wird auch noch einer. Alter. Hast zwei Hänger voll Weizen. Bist du schon fertig? Ja. Okay. Ich würde mal sagen, nicht schlecht, ne? Oder warum liegt dann schon Strohballen mitten? In dem Bereich, wo die Kühe eigentlich, ja, schlafen sollen und so. Ja, weil er da links, weil das der Trigger ist, wo das Stroh angenommen wird. Und ich weiß nicht, ob ich hier rumkommen kann. Wieso, hä? Der stört dich da überhaupt nicht. Ich meine beim Lager. Lager. Beim Lager? Beim Lager. Ja, was ist beim Lager? Ja, weil ich hier ablade. Ja, aber hey, wo sollen dann Strohballen liegen? Ja, ich bin doch Kuhstall durchgefahren. Wieso? Egal. Ja, erst, okay. Aber wieso? Aber der kann ich ja gar nicht stören. Der liegt ja da, wo. Da ist ein Gitter dazwischen. Im Normalfall. Nee, ist nicht. Hä? Muss. Ich bin drüber gefahren. Wie kommst du da rein? Oh. Ich glaube, ich weiß, wo du gefahren bist. Bist dadurch gefahren, weil die Kühe drin liegen.
Bin ich richtig, ja, ne? Ja. Vielleicht. Ich hab's einfach. Wieso der Dato? Vielleicht erst der Toe ist viel kleiner. Zweiten, der Toe zu. Aber egal. Ich hab' die Augen gemacht, bevor ich. Bevor die Augen noch gestartet ist. Bitte doch. Ja. Nee. Alles klar. Nee. Ja, wir haben 5 Kühe weniger. Seltsamkeiten hab ich keine. Wie steht der See, ja? Ganz sicher, wo bist denn du überhaupt? Vor dir! Vor dir! Oh! Ich schaue hier so rum. Oh. Aber was mir auffällt, die Ballen liegen alle links und rechts, in der Mitte liegt keiner. Die meldest du? Ja, von der Ablage her. Ja, jetzt liegt einer in der Mitte. Die liegen alle rechts und links am Land wahrscheinlich. Am Rand. Fast. Oha, hier draußen ist ja der Mischplatz. Mhm. Ja, mit. Ich wusste. Scheiße, Mann, was? Ich glaube, scheiße, ich weiß nicht, was. Was? Nix. Okay. Dann ist gut. Ich hab gesagt, dann können wir Scheiße schmeißen, so ich sie nix. Oh. Ja, ihr wurdet echt nicht schon recht. Du, hm. Also warum hab ich 300 MS, Alter? Das kann ich dir nicht erklären. Ich hab mir vorhin schon gedacht, dass der Server ein bisschen ruckelt. Aber. Ja. Alter, wie verzögert ist denn die Scheiße denn? Kein Aber jetzt ist wieder normal. Ah, ne, schön. Jetzt ist ja Weizen. Hm? Dann müsste eigentlich Raps sein. Hier sind ein Streifen Weizen, Oksan. Echt jetzt? Ja. Ach, auf. Ich weiß wieso. Warum? Du bist, hast noch einmal vorgewendet gezogen und hast Scheiße, wir wollten ja Raps ansehen und da hast du halt einen schon angesehen gehabt, weil eigentlich war ja geplant Raps. Ja, war da was? Ja, ne? Ich glaube bei Feld 2. Ne, bei Feld 2 habe ich eine Chance gehabt, so rum, ich verwechsel die immer. Dann habe ich es bei Feld 1 gemerkt, bist aber schon einmal aus rumgefahren, habe ich gesagt, ja, dann fahr ich nochmal aus rum, dann haben wir halt da Raps. Und die untere Bahn oder wo schon gerade bist, hast du dann halt erscheinen womöglich vergessen. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem, ich kann keinen Raps mehr dreschen. Ja, dann. Oh, so. Ich bin auf volle Möhre in den. Dann mach Weiß. Häufchen an den Rand, das sammle ich dann mit der Schaufel auf. Das ist halt ein Raps-Mais-Gemisch. Hm. Oh oh. Alter, wie hängt dir die Scheiße nach? Ich kann's dir auch nicht erklären. Upp. Liegt es an mir? Ne, es liegt gleich am Server per se. Ich habe es auch nicht. Ich habe nur 50 FPS hier. Also. Da fehlen 30 oder so. Also, maybe. Server? Weiß nicht, ob wir dann neu joinen sollen, mal. Wäre vielleicht der Schlaueste. Ja. Ich bin am Drapstrecht. Ich komme nicht über 50 FPS. Und das liegt definitiv nicht an mir. Also, ich hab 40 durchgeht. Oh, nichts. Jetzt habe ich wieder 30. Ding. Hm. Ja. Der Server will nicht so wie wir wollen, ne? Jo. Jetzt kann ich schon wieder keinen Raps drehen. Was ist das denn? Der Server.
Wir haben noch, ja, 10 Minuten haben wir noch. Die halten wir noch aus. Das nee, das ist der Weizen hier drüben. Achso. Doch nicht, doch nicht schon, was sonst wird. Ja gut, ich bleibe jetzt eine Bahn weg von dem Weizen. Egal. Und vom Raps wird gehen irgendwie weniger runter als wie vom Weizen, du. Mhm. Flo, warum kannst du nicht einmal aufpassen beim Sehen, Mann? Ich hatte niemals hier nicht mal dran als du. Ja, du musst doch mehr aufpassen, pur. Auf die? Okay. Ja, okay. Jetzt spielt doch Mann. Das ist auch das erste Mal vorkommen, glaube ich, wenn wir falsch angezählt haben. Ja. Deswegen, ich hatte die Erfahrung damit noch nie. Also konnte ich auch nicht vorher ausahnen. Erfahrung ist ja nicht das, so doof, aber das wäre schon, gell? Ja. Ey, was ist das denn? Ich hab 50 MS durchgehen. Ich hab normalerweise 20 oder so. Ja, wir joinen dann einmal neu. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Diese Lascheballen würde ich sagen, hau mal raus, oder? Und. Wie meinst du raus? Verkaufen. Nein, es wird Kühe! Naja, stimmt, die brauchen ja Silage, ne? Reicht denen nicht Gras? Einmal mit bei deiner Arbeit, ey. Reicht denen nicht Gras? Warte, wir gucken nach. 31%, Sauberkeit 15%, Schwierig. So, Pressen ist abgeschlossen. Ich stelle die jetzt einmal hier an den Rand, weil wir die sowieso dann gleich wieder brauchen. Ne, brauchen wir doch nicht. Das ist ja Raps. Nee, das ist Raps. Dann fahre ich sie weg. Du möchtest gerne Rapsstroh ernten, aber. Gibt's hier nicht. Weißt du, ob das was, uns was bringt? Also, bringt uns schon was, aber es liegt hier nichts. Also es würde uns was bringen, aber es liegt gerade. Oh, ich muss ja bremsen, da ist er. Der Jude alte Käher, ne? Ich mach mal die Scheibe zu, ne? Da kann sich keiner beschweren, dass ich irgendwas nicht zu wäre. Jetzt aber. Wunderbar. Ey, das sieht aus, du. Oh nee. Das geht auch nicht. Weil Schnee auf. Du mal dreschen, ich glaube, ich dresche schon die zweite Saison. Ja, du kannst ja gerne Ballen holen. Das Stroh runter. Nee, ich bleib glaube ich doch nicht. Ich war's nicht nochmal. Was? Stroh runter holen. Also ich habe jetzt damit kein Problem, aber. Mit diesen Autoload-Ballengabel nicht mehr drauf und CSZ. Das bringt dir nichts.
warum. Du musst so oder so abfahren, die Ballnullen. Also. Darf ich mir was mieten? Nein, wir mieten kein Auto. Ja, aber bei. Autostack meine ich. Ja, ja. Das war das sowieso noch. Der kostet 1000 Euro. Den könnten wir uns sogar. Oh. Der kostet. Ja, wie klappt. Wir haben gerade gedacht, der kostet wohl keine 1000 Euro in der Miete nur. Da fehlen noch ein gewaltiger Batzen. Hat sich dann auch so rausgestellt, ne? Der kostet 3000 Euro in der Miete, also. Nicht, nee, 2,5. Nicht die Welt. Aber lohnt sich? Wegen dem einen Feld? Ich weiß ja nicht. Hört sich sehr gewaltig. Mhm. Oder den einen ganz kleinen dafür. 2000. Einen ganz kleinen? Wo halt bloß 8 Ball drauf passen statt 24. Also. Und der kostet, was, der kostet 2000 in der Miete? Ja. Ja, alles klar, immer bloß 500 Euro weniger, ist ja voll die Abzocke. Würde ich mal behaupten. Ja, was? Also das willst du jetzt Drescher fahren? Also hier muss ich dann nicht unbedingt. Also du, also wenn ich Ballen holen will, Ballen holen. Ballen vom Feld. Ich werde dir ein Autostack bieten. Ja, können wir machen. Okay, ich werde, ich muss ganz kurz mein Headset anstecken. Nee. Na, dann fahre ich jetzt mal ganz kurz hier. So, lass mal stehen, Front, oder lass mal nochmal schnell runter. So, also ich häng mit, ja. Ich häng dir den Hänger ab, oder? Kann ich machen, ja. Oh. Da fahren wir auch mal Drescher. Hab ich dir abgehängt. Dann hol ich mir den Autostack, den großen. Jo, hier vorne muss auf jeden Fall noch ein Vorgewende. Sonst kann ich hier nicht arbeiten, du. Da rennen die guten Raps. Der, der geht feig bergab ganz schön ab, du, der Johnny. Er läuft aber 60, oder nicht? Nee, 250. Okay. Also laut. Ding. Oh, der läuft wirklich 60. Wegen VCA. Ach, egal, ich stelle es nicht nochmal um. Egal. Aber die Ballen verkaufen wir alle, oder? Ja. Ja, wir haben nur so viel übrig. Und wenn wir uns jetzt sowieso ein Autostack müden, für was denn, also, wenn wir sie jetzt nicht verkaufen würden, hätte sie ja überhaupt nicht, hätte sie ja, ich hab nicht mal das Geld über 25.000, schwierig, wenn wir sie kaufen können. Ganz schwierig. Mann, den kann man nicht mehr verarschen. Nee. Zu schlau. Oh Mann. Das ist eine Lüge, was? Was? Oh nein, ich wurde gebissen zweimal. Ich glaube, es ist kein Geld weggegangen. Doch. Echt? 16 Euro. Also ja, okay, dann. Die. Scheiße, Auto. Das kann natürlich unter Umständen teurer werden, wenn ein Auto trifft. Ich bin über ein Auto drüber gefahren. Ja, dann auf jeden Fall. Wollte ein LKW überholen, daraus wurde aber nicht. Wurde aber irgendwie nicht so wirklich was. Ja, gut. Wieso hat er hier nichts mehr aufgesammelt?
Der trischt es doch gar nicht. Oh. Jetzt er trifft das wieder. Wieso nicht, mein Freund? Wieso nicht? Jetzt trifft das wieder. Komisch. Muss wahrscheinlich irgendwo eine Weizenpflanze oder was gewesen sein. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Ah ja, da war eine. Ich hab sie doch gesehen. Ja, da ist sie. Wir müssen so machen. Ja, jetzt nimmt was mit. Da war eine einzige drin, alles klar. Und dann der ist schlussendlich gescheitert. Jetzt mal aufpassen. Ich den Eingrasballen mitnehmen und verkaufen, dann ja, mache ich. Ja. Wegen dem einen, glaube ich. Ist jetzt auch wurscht. Mal schauen, ob sich der Ballwagen wieder finanziert. Ja. Glaubt das schon. Weil allzu wenig hat jetzt Stroh auch nicht gegeben. Die 2500 Euro, glaube ich, sind schnell wieder drin. Laut meiner Sicht der Dinge. Na, du weiß ich nicht. So, fahren wir einmal runter. Dann müssten wir eigentlich schon voll werden. Oh nö, echt jetzt? Was sind denn? Zwei Scheißballen. Was haben wir nicht alles mitgekriegt? Wegen zwei Scheißballen. Es scheitert immer an den letzten. Warte mal, so. Wo gibt's denn überhaupt den besten Preis? Bleib mal da ganz kurz stehen. Der ist perfekt. Ja, aber bleib da eh kurz stehen, weil ich mach sowieso ein Foto. Danke! Der Klaus schafft's. Naja, doch nicht. Ey, mein schöner kühler Grill. War nur die Fronthydraulik. Das war voll der kühler Grill, Alter. Echt? Ja, aber volle Lust. Ja, gut. Ja, wir sind trotzdem für die heutige Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den runden Knopf kaufen wir im Fall noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store für Heidi. Immer das 19 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.